Hallo und willkommen zu einer neuen Comic-Empfehlung des US-Comic-Versands Harald Grimm. Heute empfehle ich euch einen wahren Klassiker, Frank Millers Batman The Dark Knight Returns. 10 Jahre nachdem sich ein alternder Batman aus dem Verbrechensbekämpfergeschäft zurückgezogen hat, ist Gotham City in Dekadenz und Gesetzlosigkeit versunken. Doch jetzt, da ihn seine Stadt am dringendsten benötigt, kehrt der dunkle Ritter in vollem Glanz zurück. Begleitet von Carrie Kelly, einem jugendlichen weiblichen Robin, ist der Batman dabei, den Bedrohungen durch die Mutantengangs, die die Stadt überrannt hatten, ein Ende zu bereiten. Und nachdem er zwei seiner größten Feinde, dem Joker und Two-Face, gegenüberstand, muss er sich in tödlichem Kampf mit seinem früheren Verbündeten Superman messen. In einem Kampf, den nur einer überleben wird. In den 1980ern wurden die Superhelden-Comics endgültig erwachsen. Eine Reihe von jungen Comic-Autoren und Zeichnern war für diese Revolution verantwortlich. Einer dieser Comic-Kreativen, die dabei am nachhaltigsten wirkten, war Frank Miller. Mit seinem Dark Knight Returns fanden Superhelden-Comics endlich auch den Weg in die Feuilletons. Als dieser Comic erschien, war er die Sensation der Saison. Frank Miller kommentierte mit seinem Werk auch zahlreiche Züge der damaligen gewaltverliebten amerikanischen Gesellschaft. Und auch heute, 25 Jahre später, hat dieser Comic nicht an Spannung und Faszination verloren. The Dark Knight Returns ist Frank Millers Neudefinierung der Batman-Legende. Er ist unstrittig ein Klassiker und einer der einflussreichsten Comics der neueren Comicgeschichte. Nun bleibt mir an dieser Stelle nur noch euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen.